Ich hatte Ihnen ja letzte Stunde von dem Miller-Rabin-Test erzählt. Den habe ich hier auch mal programmiert. Hier einmal nur zu sehen, dass der ganze Test, das ist jetzt, sieht ein bisschen gedrängt aus. Ich ziehe das mal nach rechts, damit Sie sehen, dass das wirklich sehr wenig Code ist. Also der ganze Test ist dies hier schon, wobei er gleichzeitig noch ausführlich dokumentiert ist und lange Variablennamen genommen wurden. Und hier ist auch die Exponentiation mit reinkodiert. Also da ist sehr wenig, was man schreiben muss für diesen Test. Und dieser Miller-Rabin-Test, auf den ich ansonsten im Detail nicht weiter eingehen werde, ist sowas Ähnliches wie der Fermat-Test, den wir uns letztes Mal angeschaut haben. Nur der ist so gebaut, dass er ein bisschen mehr Arbeit investiert, dafür aber es schafft, diese komischen Carmichael-Zahlen abzufangen. Also das, was bei den Carmichael-Zahlen schiefgelaufen ist, wird bei dem Miller-Rabin-Test nicht schieflaufen. Da sage ich gleich kurz noch was zu. Aber vielleicht gucken wir uns erstmal an, wie dieser Test abläuft. Ich habe hier unten mal ein paar Beispiele gemacht für was man ausprobieren kann. Dies sind so sogenannte Mersenne'sche Primzahlen. Also sowas hier wie ext 206, also 2206 heißt 2 hoch 206. Und wenn Sie dann noch 1 minus davor schreiben, heißt das diese Zahl minus 1. Und das sind typische Kandidaten für Primzahlen, sind aber nicht immer welche. Also manchmal sind es welche, manchmal sind es keine. Und jetzt können Sie hier diesen Miller-Rabin-Test ablaufen lassen und können diese Zahl eingeben. Und Miller-Rabin wird Ihnen sagen, nil, also das heißt nein, das ist keine Primzahl. Und Sie entsinnen sich, wenn der Test nein sagt, das ist wie bei dem Fermat'schen Test, dann können Sie sich sicher sein, dass die Antwort richtig ist. Das Problem ist nur, wenn die Antwort ja ist, dann könnte es sein, dass er sagt, das ist eine Primzahl, aber es ist keine. Und die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler im zweiten Fall, die habe ich immer als zweite Zahl angegeben, die ist immer, wenn man den Test einmal laufen lässt, 25%. Also ein Viertel, was da steht. Und jetzt nehmen wir mal etwas größere Zahlen. Diese hier, ups, das hier ist eine Zahl, von der man weiß, dass es eine Primzahl ist. Wie Sie sehen, ist diese Zahl schon ziemlich groß. Und auf die wende ich jetzt den Miller-Rabin-Test an. Und bekomme als Antwort, das ist eine Primzahl mit einer Fehlerwahrscheinlichkeit von 25%. Und jetzt kann ich diesen Miller-Rabin-Test aber, das hatte ich Ihnen ja gesagt, mehrfach laufen lassen und dadurch die Fehlerwahrscheinlichkeit verringern. Ich lasse ihn zum Beispiel einfach viermal laufen und dann müsste als Fehlerwahrscheinlichkeit rauskommen 25% von 25% von 25% von 25%. Also ich lasse es jetzt viermal laufen, dauert ein kleines bisschen länger. Und jetzt ist die Fehlerwahrscheinlichkeit unter 4%. Wir wissen, das ist eine Primzahl, aber sie ist halt deutlich geringer geworden. Und jetzt nehmen wir nochmal, ich habe da ja so ein paar Beispielzahlen schon mal hingeschrieben. Diese Zahl, die dann schon ziemlich groß ist, 2 hoch 9941 minus 1. Ups. Können Sie erstmal gucken, die Zahl hat ungefähr 3000 Ziffern. Und wenn wir da jetzt den Miller-Rabin-Test laufen lassen, dann braucht der auf diesem kleinen Laptop schon ein paar Sekunden. Habe ich nur gestartet? Ja. Aber es ist nicht so dramatisch viel. Und das kann man natürlich, wenn Sie das Ganze jetzt zum Beispiel für einen wirklichen Kryptografie-Algorithmus benutzen, in Maschinensprache programmieren oder noch heftiger optimieren. Dann ist das Ganze wirklich unproblematisch. Ich habe Ihnen als letztes hier nochmal so eine Zahl als Beispiel gegeben, 3277. Das ist sowas Ähnliches wie eine Carmichael-Zahl, also eine Zahl, von der man sagt, sie ist stark pseudoprim. Das ist eine, die in sehr vielen Fällen den Miller-Rabin-Test aufs Kreuz legen kann. Aber trotzdem wird der Miller-Rabin-Test eine Fehlerwahrscheinlichkeit von einem Viertel haben. Und darum habe ich jetzt einfach mal Folgendes gemacht. Eine Möglichkeit wäre, den Miller-Rabin-Test nacheinander zum Beispiel 100 Mal laufen zu lassen. Das geht für so eine kleine Zahl relativ fix. Und dann bekommen Sie als Antwort 10. Das bedeutet in diesem Fall, ich habe gezählt, wie oft er Ja sagt. Ja ist die falsche Antwort. Ja?
denn es ist ja keine Primzahl. Also ich habe den Test 100 Mal laufen lassen, der hat 10 Mal Ja gesagt. Wenn ich das nochmal mache, dann kommt nicht 10 raus, sondern 7. Es kommt jedes Mal was anderes raus, weil der ja mit Zufallszahlen antwortet. Ja? Aber was Sie vielleicht sehen, ist, es kommt nicht 25 raus. Also diese 25% ist eine sehr konservative Schätzung. Im Allgemeinen ist der Fehler geringer als 25%. Aber Sie können natürlich den Fehler so klein machen, wie Sie wollen. Ich gebe es nochmal so ein, damit wir es nochmal sehen. Also Fehlerwahrscheinlichkeit, wenn ich einmal laufen lasse, 25%. Wenn ich den viermal laufen lasse, hatten wir eben ja schon gesehen, ungefähr 4%. Darum lasse ich jetzt diesen Test mit dieser Primzahl, sagen wir mal, mit dieser Nicht-Primzahl, 1000 Mal laufen. Aber jedes Mal wird der Test viermal wiederholt. Also eigentlich läuft er 4000 Mal. Und immer alle viermal gucke ich, was rausgekommen ist. Und jetzt sehen Sie, ich habe den 1000 Mal laufen lassen und er hat 1000 Mal gesagt, das ist keine Primzahl. Er hat also überhaupt keinen Fehler gemacht bei 1000 Versuchen. Und hier auch nicht und hier auch nicht. Da müssen Sie schon ziemlich Geduld haben, um überhaupt mal auf einen Fehler zu kommen. Vielleicht lasse ich ihn mal 10.000 Mal laufen. Dann hat er einmal einen Fehler gemacht in 10.000 Fällen. Aber ich habe nur viermal wiederholt. Und wenn Sie jetzt statt viermal wiederholen, sagen wir mal 12-mal wiederholen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, einen Fehler zu machen, geringer als die, einen Sechser im Lotto zu machen. Darum sind diese Primzahltests schon ziemlich gut. Und wenn sie schnell sind, dann ist es nicht schlimm, den statt 3-mal 5-mal laufen zu lassen oder sowas in der Art. Zu dieser ganzen Sache mit den Fehlerwahrscheinlichkeiten und den Primzahltests. Einen Nachtrag noch zum letzten Mal. Ich hatte Ihnen den Fermat-Test gezeigt und hatte Ihnen das gezeigt für zwei Zahlen. Einmal für die 15 als Beispiel. Und da hatte ich Ihnen gesagt, es gibt drei Zahlen, drei Teiler von der 15 oder beziehungsweise drei Zahlen unterhalb der 15, die zu schlechten Ergebnissen führen. Und dann hatte ich Ihnen diese gemeine Zahl gezeigt, diese Carmichael-Zahl. Die Carmichael-Zahl war 561, nicht 559, sondern 561. Und da hatten wir gesagt, das Dumme an der Carmichael-Zahl ist, dass es unterhalb dieser Zahl 556 schlechte Fälle gibt. Und dann wollte ich Ihnen die Fehlerwahrscheinlichkeit ausrechnen. Das habe ich aber, ich habe das Video ja gesehen, nicht ganz richtig erklärt. Darum sage ich es Ihnen jetzt nochmal richtig. Wenn Sie die Fehlerwahrscheinlichkeit bei der 15 ausrechnen, dann gibt es 13 Zahlen, die Sie nehmen können. Denn die 0 und die 1 kommen ja nicht in Frage, also bleiben 13 Zahlen unterhalb von der 15 übrig. Es gibt also 13 Fälle insgesamt und von denen sind, steht ja hier oben, drei Fälle schlecht. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie einen Fehler machen, ist 3/13. Und wenn Sie jetzt den Test mehrfach nacheinander ausführen, dann multiplizieren sich natürlich die Fehlerwahrscheinlichkeiten und werden nach und nach kleiner. Das ist das, was viele von Ihnen in der Schule in der Wahrscheinlichkeitsrechnung schon mal gehabt haben. Das ist genauso wie die Wahrscheinlichkeit, eine 1 zu würfeln, ist beim normalen Würfel 1/6. Die Wahrscheinlichkeit, zweimal nacheinander eine 1 zu würfeln, ist 1/6 mal 1/6. Und genauso ist die Wahrscheinlichkeit, zweimal nacheinander einen Fehler zu machen, in diesem Fall 3/13 mal 3/13. Und wenn Sie den Test 5-mal ausführen, ist die Wahrscheinlichkeit, 5-mal nacheinander einen Fehler zu machen, 3/13 hoch 5. Da diese Zahl kleiner als 1 ist, können Sie den Fehler nach und nach immer weiter runterschrauben. Und das geht ganz fix. 3/13 ist 23% ungefähr. Also wenn Sie das einmal machen, Fehlerwahrscheinlichkeit 23%, ist nicht so toll. Aber dann kommen Sie auf ähnliche Werte wie bei dem Miller-Rabin-Test. Wenn Sie den Test dreimal ausführen, dann ist das ungefähr 1%. Also bei dreimal ausführen ist die Fehlerwahrscheinlichkeit schon auf 1% gesunken. Und wenn Sie den fünfmal ausführen, dann ist die Fehlerwahrscheinlichkeit schon geringer als 0,07%. Und noch ein paar Mal mehr und alles wäre super. Aber das Problem an dem Fermat-Test, und darum ist er schlechter als der Miller-Rabin-Test, ist, dass bei dem Miller-Rabin-Test die Fehlerwahrscheinlichkeit immer gleich ist. Unabhängig davon, welche Zahl Sie nehmen, ist bei dem Miller-Rabin-Test die Fehlerwahrscheinlichkeit höchstens 25%. Bei dem Fermat-Test kann sie in solchen Fällen wie diesem hier, Carmichael-Zahl, richtig schlecht sein. Denn hier ist die Fehlerwahrscheinlichkeit 556 durch 559, die Zahlen unterhalb von 561, die in Frage kommen. Und das ist dummerweise größer als 99%. Das heißt, wenn Sie den Test einmal durchführen, ist die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler größer als 99%. Jetzt können Sie sagen, okay, dann führe ich den Test doch zum Beispiel, sagen wir mal, 10-mal aus.
556 durch 559 hoch 10 ist tatsächlich weniger als 99%, und zwar ungefähr 95%. Das heißt, wenn Sie den Test 10 Mal ausführen, ist die Wahrscheinlichkeit, einen Fehler zu machen, immer noch 95%. Und wenn Sie diesen Test 100 Mal ausführen, also das Ganze hoch 100, dann ist die Wahrscheinlichkeit, einen Fehler zu machen, immer noch ungefähr 60%. Das heißt, Sie müssen deutlich über 100 Mal diesen Test wiederholen, selbst für so eine kleine Zahl wie 561, um dafür zu sorgen, dass die Fehlerwahrscheinlichkeit auch nur halbwegs erträglich ist. Und dann können Sie auch gleich einen ganz klassischen Primzahltest machen, indem Sie einfach durch alle Kandidaten teilen. Darum ist der Fermat-Test bei Carmichael-Zahlen nicht geeignet, und Sie wissen ja vorher nicht, ob es eine Carmichael-Zahl ist. Schade eigentlich. Und zu dem Miller-Rabin-Test wollte ich Ihnen auch noch was sagen. Ach ja. Ich hatte eben bei dem Miller-Rabin-Test als eine der Zahlen, wo das so ein kleines bisschen gedauert hat, ein paar Sekunden, diese hier genommen. Das haben Sie ja gesehen, ist so ein ziemlich dickes Ding gewesen, ich glaube 3000 Stellen ungefähr. Und auf dem kleinen Laptop mit dem nicht so fix geschriebenen Programm hat das schon ein paar Sekunden in Anspruch genommen. Aber wir wollen mal ganz grob abschätzen, wenn Sie jetzt den klassischen Primzahltest machen würden, das heißt, Sie würden durch alle Zahlen unterhalb dieser Zahl dividieren, testweise, zumindest bis zur Wurzel dieser Zahl, so wie man das von Hand machen würde, wenn man keine Algorithmen sonst kennen würde. Wie lange müsste man dann arbeiten, bis man sich sicher sein könnte, dass das eine Primzahl ist? Ich habe das mal ungefähr abgeschätzt. Wenn Sie einen superschnellen Computer hätten und Sie würden es schaffen, pro Sekunde 1 Milliarde Divisionen zu machen, was unwahrscheinlich ist, weil Sie mit sehr, sehr großen Zahlen rechnen. Aber nehmen wir mal an, Sie würden pro Sekunde 1 Milliarde Divisionen schaffen, dann bräuchten Sie ungefähr 10 hoch 1450 Jahre, um das zu machen. Dummerweise ist das Universum aber nur ungefähr 10 hoch 10 Jahre alt, sodass das eigentlich keine Option ist, das zu machen. Also man bewegt sich in der Kryptographie tatsächlich in Dimensionen, wir werden das noch öfter sehen, wo es wirklich um Dinge geht, die rein physikalisch gar nicht mehr möglich sind. Also diese Zahl 10 hoch 1450 ist so viel größer als 10 hoch 10, dass das für uns unvorstellbar ist. Ja, das ist nicht zu machen. Selbst wenn Sie Ihren Algorithmus, wenn Sie in der Lage sind, Ihren Algorithmus 100 Milliarden Mal so schnell zu machen, macht das überhaupt keinen Unterschied. Es wird trotzdem immer noch länger als das Alter des Universums dauern. Darum sollten Sie das vielleicht besser nicht probieren. Letzter Satz dazu. Wir haben bisher, ich habe Ihnen, also die Algorithmen, von denen ich Ihnen erzählt habe, die in Richtung dieser Fermat-Idee gehen, sind alles sogenannte probabilistische Algorithmen, die natürlich den Nachteil haben, dass man immer einen kleinen Restfehler drin hat, weil sie mit dem Zufall spielen. Die Algorithmen, die sowas nicht machen, nennt man deterministische Primzahltests. Und tatsächlich gibt es inzwischen seit einigen Jahren, seit 2002, deterministische Primzahltests, die für die Praxis schnell genug sind. Es gibt einen, wenn Sie mal daran interessiert sind, schauen Sie mal nach unter AKS. Der ist benannt nach drei indischen Mathematikern, die sich ihn ausgedacht haben. Das ist ein Primzahltest, der nicht so schnell ist wie Miller-Rabin, aber trotzdem ziemlich schnell, sodass man ihn in der Praxis wirklich einsetzen kann. Und der im Gegensatz zu Miller-Rabin keine Fehlerwahrscheinlichkeit hat. Also der garantiert immer eine richtige Antwort gibt. Also für, sagen wir mal, Anwendungen, wo das Mission Critical ist, wo Sie sich nicht erlauben können, einen Fehler zu machen, auch wenn die Fehlerwahrscheinlichkeit extrem gering ist, können Sie heutzutage tatsächlich auch deterministische Primzahltests einsetzen. Ist aber relativ kompliziert, das zu implementieren. Insbesondere auch, es schnell zu implementieren.